sind. Herzlich willkommen zu Vlogmas Tag 6. Ich glaube schon. Auf jeden Fall. Bei uns steht heute jede Menge Arbeit an. Wir sind auch schon fleißig dabei hier in unserem Büro. Kathi und Philipp sind heute ja weggefahren. Und zwar, boah, die mussten irgendwie um 6 Uhr morgens oder sowas aufstehen. Und ich glaube, die zwei waren irgendwie so gegen 2 im Bett. Ich saß noch bis 2:30 am Vlog von gestern mit Henrik. Deswegen, die hatten nicht so viel Schlaf und wir sind natürlich auch aufgestanden, um die noch zu verabschieden und haben dann noch ein bisschen weiter geschlafen. Aber ja, jetzt sind die beiden weg. Draußen ist auf jeden Fall wieder mal ein wunderschöner Tag und ich habe tatsächlich ein T-Shirt an, weil es ist relativ warm. Und ich hoffe so sehr, dass sich das Wetter noch morgen und übermorgen so halten wird, weil wir da... Hello von mir und die Antwort ist nach Disneyland fahren. Wie viel Kaffee ist das? 4? Du hast gesagt, du willst nicht mehr so viel trinken. Du hast gesagt, es macht deinen Kreislauf kaputt. Das sind kleine Tassen. Zeig mal hinten. Ich habe Henrik gerade ein bisschen die Haare geschnitten. Hier im Nacken. Hier war alles irgendwie so zugewachsen. Da habe ich das weggemacht. Hey, es ist gut. Willst du es mal sehen? Sehe ich beim Schneiden. Okay. Ja, also der Vormittag und Nachmittag werden bei uns jetzt nicht so wahnsinnig spannend sein. Wir haben halt so viele Mails, die wir jetzt, als Kathi und Philipp da waren, halt nicht beantwortet haben oder zumindest so aufgeschoben haben. Und Henrik muss Steuern machen. Yay! Steuern! Und mir ist eingefallen, ich habe vergessen, Miete zu überweisen. Von unserem Haus in Deutschland, weil ich es irgendwie verpeilt habe, als Kathi und Philipp jetzt da waren. Deswegen muss ich das jetzt mal nachholen. Ja, und dann schauen wir mal weiter. Aber heute Abend haben wir noch was vor. Das erzählen wir euch später. Leute, die Zeit verfliegt heute so, so sehr. Unglaublich. Irgendwie, die Tage sind so kurz dadurch, dass es immer so früh dunkel wird. Und wie gesagt, durch Vlogmas schneiden wir ja die Videos immer noch bis spät in die Nacht und dann stehen wir halt auch später auf. Es ist schon irgendwie voll die Erfahrung, dieses Vlogmas, aber es macht mega total Spaß. Ja. Das war jetzt auch die letzten Tage einfach super lustig mit Kathi und Philipp zusammen und das ist so cool. Da hat sich das meiste irgendwie so von alleine ergeben und ja. Wir saßen halt alle zu viert hier im Wohnzimmer noch irgendwie um 2 Uhr nachts und haben zusammen geschnitten und uns die Videos angeguckt und es war echt cool. Ein bisschen Wein getrunken. Dann an 2 Abenden hatten Kathi und ich ja noch irgendwie mitten in der Nacht so ein Konzert veranstaltet. Yeah. Ich mache mich hier, wie ihr bemerkt habt, ein bisschen fertig, denn wir haben noch einiges heute vor. Also wir wollten noch so ein paar Stories vordrehen für meinen Adventskalender. Aber heute Abend machen wir irgendwas Besonderes und ich weiß nicht was, weil Henrik mich mit irgendwas überrascht. Und das ist bei uns irgendwie so eine Tradition geworden, dass er sich immer für den ersten, also für unseren Jahrestag, etwas überlegt. Und heute ist jetzt natürlich nicht der erste, aber am 1. Dezember waren ja Kathi und Philipp da und wir wollten denen jetzt nicht sagen, tschö, wir gehen unseren Jahrestag feiern, hier ist Paris, unterhaltet euch schön. Deswegen haben wir das jetzt auf den 5. halt geschoben. Und ich weiß nicht, was wir machen, aber ich freue mich schon riesig drauf. Ich weiß, was wir jetzt machen. Ja. Naja, auf jeden Fall mache ich mich deswegen hier auch ein bisschen fertig und bin schon ganz gespannt, was wir denn heute machen. Und ich esse übrigens gerade das gesündeste Mittagessen der Welt. Nicht. So sehen die Haare aus, wenn sie gelockt sind und noch nicht ausgebürstet oder ausgehangen. Ich freue mich echt so sehr. Henrik hat sich in den letzten Jahren so viel Mühe gegeben, um halt irgendwas Schönes für uns rauszusuchen für den Jahrestag. Und er wollte mir nicht verraten, was es diesmal ist. Wir gehen bestimmt essen, denke ich. Tja Leute, wir haben euch ja schon erzählt, dass am 1. unser Jahrestag war. Der Tag, an dem wir zusammengekommen sind, nicht unser Hochzeitstag übrigens. Und wir kannten uns ja sogar noch länger. Also die 9 Jahre sind wir ja nur in einer Beziehung, aber wir kennen uns sogar noch länger. Es hat sich zum Beispiel für mich niemals die Frage gestellt, ob wir heiraten oder so. Es ging mehr um das Wie und Wann, aber
Ja, dadurch, dass wir uns auch so früh kennengelernt hatten, haben wir auch ganz viel Zeit gehabt, uns kennenzulernen. Und ja, ich sage immer scherzhaft, wir sind zusammen aufgewachsen. Ich meine, wir haben uns als Teenager in der Schule kennengelernt und sind echt einen weiten, weiten Weg zusammen gegangen. Und ja, auf einen Weg, auf den ich niemals mehr in meinem Leben verzichten wollen würde. Und ich schätze das so sehr, dass wir diese Zeit auch hatten und all die Umstände und all die Probleme und den Ärger, all das hat uns nur noch mehr zusammengeschweißt. Und so beschissen es in dem Moment auch war mit familiären Problemen und ich weiß nicht was allem, so sehr freut es mich jetzt, dass wir diese Zeiten durchgestanden haben. Heute feiern wir, und das ist das, was ich eigentlich sagen wollte, bevor ich euch hier vollgelabert habe, denn ich habe etwas Besonderes geplant. Es ist so eine Art Mini-Tradition geworden, dass ich am 1. Dezember, also dann, wenn unser Jahrestag ist, irgendwas Cooles mir ausdenke. Oder zumindest, wenn es auch nicht so besonders kreativ ist, irgendwas Schönes, Gemeinsames, Romantisches, irgendwas. Und diesmal werde ich Barbara überraschen. Und euch übrigens auch. Ich werde nämlich nicht verraten, was wir machen. Aber es involviert einen Anzug und ein weißes Hemd. Also es wird etwas schicker. Und ich habe mir gedacht, Barbara macht gerade nebenan eine Story fertig. Ich nehme euch jetzt mit, wie ich mich so ein bisschen fertig mache. Also etwas, was sonst Barbara die ganze Zeit nur macht. Also wird das so eine Art Get ready with me mit Hähne, wenn er sich anzieht für Date Night. It's silent now, we don't say a word, we're just looking at each other. Tears in our eyes from the words we said, yeah, it kinda broke my heart. Loving you is not so goddamn easy as you think. I'm trying my best to hold on, but I feel myself giving. You know that we shouldn't keep it up like this. We hurt each other's feelings on it. So Leute, mittlerweile ist es soweit. Ich habe meine Stories vorgemacht und es ist so ein gutes Gefühl, weil wir morgen... das hat irgendwie weh. Ins Disneyland fahren und ich glaube nicht, dass wir dann dazu kommen würden, halt die Stories noch aufzunehmen. Also jetzt ist es auf jeden Fall geschafft und ich ziehe mich jetzt an. Henrik meinte, ich soll es ein bisschen schicker angehen lassen. Oh Mann, Leute, und ich muss echt meinen Kleiderschrank spätestens, nachdem wir aus dem Disneyland zurückgekommen sind, besser morgen früh aufräumen, weil ich hier irgendwie nichts mehr wiederfinde. Das ziehe ich an. Die Frage aller Fragen. Na, bist du gespannt, wo es hingeht? Ja! Ich habe Hunger! Dann habe ich eventuell gute Nachrichten für dich. Ah, okay, glaubst du, wir müssen fahren oder laufen? Fahren. Wir mussten bisher... Na, wobei, wir haben viele gute Restaurants in der Umgebung. Entscheide ich für eins. Fahren. Ah, falsch. Wir laufen. Das ist ganz in der Nähe, ja. Oh, Gott sei Dank. Ich habe echt Hunger. Ja, wobei, du hast lauffähige Schuhe an. Halbwegs. Halbwegs, okay. Ich freue mich auf jeden Fall super auf den Abend heute. Mich auch. Mhm. Ich würde sagen, wir gehen jetzt los, oder? Ja. It's silent now, we don't say a word, we're just looking at each other. Tears in our eyes. Schaut mal, ich glaube, unten wurde ein Weihnachtsbaum aufgestellt. So goddamn easy as you think. I'm trying my best to hold on, but I feel myself giving. You know that we shouldn't keep it up like this. We hurt. Waren wir da schon? Nee, da waren wir noch nicht. Das ist was Besonderes. Ich dachte, zur Feier des Anlasses suche ich mal ein besonderes Restaurant aus. Und das ist jetzt ein Sternerestaurant. Ja. In Paris, also oh, geil. Das ist so ein kleiner Traum, den wir uns immer erfüllen wollten, in so ein Restaurant in Paris oder Frankreich generell zu gehen. Ich war noch nie in einem französischen Sternelokal. Ich wette, das ist noch mal besser als bei uns. Oder zumindest, wenn wir echt gut essen. Also ich habe auch zugegebenermaßen echt hohe Ansprüche. Aber, also ich meine, jetzt an das Restaurant grundsätzlich. Aber
ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Leute, schaut mal. Hendrik hatte geschrieben, dass wir 9. Jahrestag haben. Deswegen haben wir jetzt ein Kerzchen hier bekommen auf unserem Apfelkuchen. Das ist auch wahrscheinlich der letzte Gang, das zweite Dessert. Mega. Guten Hunger. Ja. Leute, wir waren 4 Stunden essen. Ja. Und das ist jetzt nicht irgendwie geschätzt. Wir haben echt auf die Uhr geguckt. Es sind 4 Stunden vergangen und wir hatten 9 Gänge. 9 Gänge, ja. Und das haben wir auch gerade der Kellnerin gesagt. Das war ernsthaft das allerbeste Essen im allerbesten Restaurant, das also ich jetzt je in meinem Leben hatte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es war einfach nur fantastisch. Fantastisch, ich bin so satt. Es war zwar alles recht klein, so habt ihr ja gesehen, aber oh mein Gott, der Geschmack und halt die Menge macht's, wenn man 9 von solchen Portionen isst und dann noch Brot dazwischen und dann noch Wein und so, ist man echt satt. Und es war, also der Koch ist einfach nur ein Künstler gewesen. Ich habe so einen riesen Respekt für Leute, die sowas machen können und so auf den Punkt alles servieren. Das ist der Wahnsinn. Danke für die Einladung. Ah, natürlich. So ein wunderschöner, nachträglicher Jahrestag. Oh, aber mein Arm wird schwer. Ist das eine coole Perspektive für euch? Ja. Also für mich ist es echt wesentlich angenehmer, als die Kamera gerade hochzuhalten. Boah, das war echt, echt gut. Also so alles war einfach von so einer hervorragenden Qualität. Der Himmel sieht so krass aus heute. Ja. Habt ihr doch einen Vorteil durch diese merkwürdige Perspektive hier. Ihr könnt den Himmel sehen. Und das Dessert, oh mein Gott, das Vordessert. Wir hatten einfach 3 Desserts. Desserts. Übertrieben. Desserts. Desserts? Desserts? Desserts. Oh Gott, und es ist einfach irgendwie nach Mitternacht und wir müssen diesen Vlog noch irgendwie schneiden. Oh Gott. Scheiße. Du wolltest Vlog was machen. Was habe ich mir bei Vlogmas gedacht? Nein, das macht dir Spaß. Ja, es macht wirklich Spaß. Ich glaube, wir gehen jetzt auch schlafen und schneiden das dann morgen ganz früh und dann geht's ja ins Disneyland. Da könnt ihr euch schon mal auf den nächsten Vlog freuen. Ehrlich gesagt, ich glaube sogar auf die nächsten 2 Vlogs. Ja. Schauen wir mal, wie sich das ergibt. Auf jeden Fall, wir fahren ins Disneyland. Und wir nehmen euch natürlich mit. Genau, und jetzt sind wir so gut wie da. Und sehr müde. Ja, und das war so gern die ganze Zeit. Ja, und wollten eigentlich nur tschüss und bis zum nächsten Mal, ehrlich gesagt bis morgen, sagen. Und wir gehen heute etwas früher schlafen, weil wir haben gerade festgestellt, wir schneiden den Vlog doch lieber morgen früh. Also gute Nacht. Und wenn ihr was aus diesem Vlog lernt, es lohnt sich echt für Essen Geld auszugeben. Ah ja. Das ist so im Moment leben und das Leben echt genießen. Ja. Das wollte ich nur noch mal erwähnt haben. Ja, ich ja. Bin so geflasht vom Essen. Man bereut es nicht. Nee. Also mit diesen Worten, gute Nacht.